Aber in dem Moment, pass auf, wir machen das Beispiel mit Gesund und Krankheit. Und das ist jetzt nämlich sehr wichtig. Ich versuche jetzt mal langsam zu reden. Wir haben ja vier Seiten. Pass auf, wenn du jetzt zum Beispiel die Brille, jetzt machen wir wieder die Brille. Wir bauen jetzt einmal auf. Du wirst merken, wie tief das geht. Und dann sage ich jetzt auch zuerst einmal auf, du hast die Brille auf oder du hast sie nicht auf. Ja. Eins davon ist da und das andere versetzt du zeitlich nach vorher, beziehungsweise du sagst, ich werde es wieder aufsetzen. Sobald du aber zwei Seiten siehst, das habe ich so oft gesagt, sind nochmal zwei Seiten da. Weil wir immer im Hintergrund nochmal der Dia haben. Du siehst eine Seite, ich habe die Brille auf, ist im selben Moment, ich habe die Brille nicht auf, aber du meinst, es war vorher. Ja. Das ist ja, du siehst ja nur, ich habe die Brille auf. Dass diese Nicht-Auf-Seite mit dabei ist, das ist ja eine Erklärung von mir. In deinem normalen Denken ist für dich nach wie vor, ich habe bloß die Brille auf, ich habe sie vorher nicht aufgehabt. Jetzt musst du jetzt erst einmal installiert haben, dass dir bewusst ist, dass du das jetzt denkst. Das heißt, wie ich immer mache, du hast ein Bild und da schiebt sich jetzt ein Bild davor. Das ist diese Welle, die wir jetzt so haben, im Spiegeltunnel. Und immer das, das im Hintergrund ist, meinst du, das war zeitlich vorher, obwohl es jetzt gedacht wird. Okay, das ist verstanden, ich hoffe es. Und jetzt machen wir die vier Seiten. Das ist mein One-Night-Stand-Beispiel. Pass auf, ich nenne das einfach einmal, zuerst einmal, du siehst was, kannst du was sehen, obwohl du das nicht siehst? Kann ich was nicht sehen, obwohl ich sehe? Ja, in beiden Fällen. Du kannst etwas sehen, obwohl du das nicht siehst. Und zwar schlichtweg und einfach, wenn du jetzt an Atome denkst oder an Wassermoleküle. Dann siehst du etwas, was du eigentlich gar nicht siehst. Du schaust ein logisches Konstrukt an, das nur da ist, weil du es anschaust, das aber normalerweise und sehen, müssen wir jetzt sagen, sehe ich das im Geist oder sehe ich es auf der VR-Brille? Wir haben mal zwei Arten zu sehen. Du kannst was sehen, was du eigentlich auf der VR-Brille gar nicht, also sinnlich wahrgenommen gar nicht sehen kannst. Das heliozentrische Weltbild zum Beispiel. Du kannst das heliozentrische Weltbild sehen, obwohl du das heliozentrische Weltbild sinnlich wahrgenommen gar nicht sehen kannst. Jetzt drehen wir das rum. Kann ich etwas nicht sehen, obwohl ich das sehe? Wie sieht Ja. das jetzt aus? Kann ich etwas nicht sehen, obwohl ich es sehe? Jetzt denke mal an Okay. deine Kloschüssel. Genau. Die geht noch in einer Perspektive. Aber jetzt pass auf, jetzt ist das Beispiel, jetzt denk an deine Küche, ich gehe in die Küche. Dann siehst du eigentlich was, obwohl du gar nichts siehst. Ja. Jetzt zum Beispiel hast du das, wo kein Henkel da ist. Du siehst die Tasse eigentlich gar nicht. Du siehst bloß ein Bild aus der Tasse. Das sind jetzt, wenn du das einmal wirklich durchdenkst, ist es definitiver so, dass wenn ich jetzt meine, ich sage, ich gehe in den Keller, dann ist in dem Moment der Keller da, wo du überhaupt nichts siehst. Ja. Das heißt, du kannst durchaus was sehen. Ich nenne das einmal Denken, weil du siehst ja immer nur deine Informationen. Du siehst Informationen, obwohl überhaupt keine sichtbaren Informationen da sind. Das ist das Chatdenken. Das ist in den meisten Sachen funktioniert es ja so, das ist dir noch nie bewusst gewesen. Ich mache ein anderes Beispiel mit die vier Seiten. Das steckt eigentlich schon drin. Kannst du eigentlich schlafen, obwohl du wach bist? Kannst du wach sein, obwohl du schläfst? Schlafen und wach sein sind zwei Seiten. Da wirst du feststellen, dass du hier von diesen zwei Seiten immer nur das Gefühl hast, ich bin wach. Die Seite des Schlafens meinst du dann wieder vorher. Es geht aber eigentlich nie, dass du sagst, ich schlafe jetzt. Das ist ein totaler Mangel in dem materialistischen Denken. Und jetzt machen wir diesen alten Spruch von Laozi. Den habe ich irgendwo in den Ohrenbarungen. Ich denke mir jetzt wieder einen Laozi aus und den spreche ich das zu. Das ist das Schöne, du musst begriffen haben, egal wen du dir ausdenkst. Er existiert erst, wenn du ihn denkst. Und er wird das gedacht, erfunden haben oder jetzt tun, was du glaubst, dass er tut. Wenn du jetzt weißt, dass du jetzt schläfst und träumst, dann bist du wach. Wenn du jetzt glaubst, wach zu sein, dann schläfst du. Aber jetzt kommen die vier Seiten. Ist dir das bewusst oder nicht bewusst? Die Möglichkeit eines Geistes, etwas wahrzunehmen, funktioniert nur, wenn er träumt. Das heißt, um träumen zu können, muss ein Bewusstsein da sein, das seine Informationen anschaut. Das heißt, in dem Moment, wo ein Traum beginnt, beginnt ein Bewusstwerdungsprozess. Und zwar die Bewusstwerdung für die Informationen, die sich ständig in dir wechseln, aber nicht das Bewusstsein für dich selber.
Drum ist der normale Mensch, der sich mit einem Gedanken von sich verwechselt, ist unbewusst. Der, der jetzt weiß, dass er nur seine ständigen wechselnden Informationen anschaut, der ist bewusst. Was ist ein Träumer ohne einen Traum? Ein Nichts. Jetzt denkt man uns natürlich dann aus, ein Geist, der nicht träumt, aber das sind ja schon alles Informationen. Du musst auf der höheren Ebene, kommst du ja jetzt selber ins Spiel. Kannst du folgen? Wir reden übrigens von hundertprozentig sicheren Tatsachen, Heiko. Darum ist es so, ich kann durchaus etwas sehen, obwohl ich das nicht sehe. Und jetzt müssen wir das Sehen schon mal wissen, sehe ich es feinstofflich oder sehe ich es sinnlich wahrgenommen? Beides sind Informationen. Denk an die vier Stufen der Vergessenheit. Und wenn du das durchspitzt, wird dir irgendwann einmal bewusst, wie extrem du dich selbst manipulierst.